So, da sind wir wieder. Und mit der nächsten Session. Und da geht's. Wir haben euch ja gesagt, wir wollen euch zeigen, was auf dem Planet aussieht. Und dann sind wir jetzt auch auf dem Weg. Ja, ganz viele Planfibros. Er sollte mal vielleicht einen Baum mitnehmen. Die Bäume sind ja doch etwas unterschiedlich hier. Deswegen brauche ich E-Holz. Ich kann nie genug Holz haben. Oder Hütte. Das sowieso. Ich meine, der Winter kommt, ne? Ja. Yeah, ich kann Coconut-Eis-Cream machen. Oh, lecker. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Kennst du, ne? Coconut Ice Cream machen. Meine Mutter ist leidenschaftliche Kokosnussklauerin. Ich hatte gestern einen Crap. Das Ding war so heftig, dass davon mindestens 4 Leute satt geworden wären, ganz ehrlich. Es war lecker, das bestreite ich nicht, aber es war mächtig. Ich habe Wasserballons gefunden. Geil, wir können eine Wasserschlacht machen. Wasserballons, okay. Und Pineapple Juice kann ich jetzt machen. Alter, werf dich mit Kotze nach mir oder was auch immer das ist. Ih, was wird hell. Sehr schön. Du musst die Pflanzen zerschlagen, ne? Hast du gehört? Ich meine wegen den Sachen, ja, ja, ich weiß. Aua. Oder bist du schon unter Wasser? Was? Nee, ich bin noch an Land. Ich guck halt noch nach Kisten und so, ne? Grape Seed. Ja, damit nehmen wir. Wie krass hell das hier gerade ist. Mit dem Planeten. Am Tag, Alter, bin ich auf Hawaii? Heftig. Hawaii Chest. Ist das jetzt das, was ich denke? Was denn? Es ist das, was ich denke. Es sind zwei Kokoschalen, die als BH fungieren sollen. Trage ich jetzt direkt mit meiner Glowing-Hose, Alter. Der ist so ein typischer Tourist. Ja. Jetzt kann ich, guck mal, ich kann Titten ins Thumbnail packen. Okay. Ja, ich kann doch meine... Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich kann doch meine... Nein! Ich kann noch... Ich kann jetzt meine Titten hier abfotografieren und dann... Ich habe ein Muschelschild gefunden. Möchtest du ein Muschelschild? Ich muss ja unweigerlich an den Film Interstellar denken. Oh, die Sonne sieht mal richtig geil aus. Sehe ich nicht. Hier auf dem Planeten. So, dann kommen wir nochmal entgegen, dann kann ich... Bist du immer noch oben an Land? Ich bin immer noch an Land, ich hüpfe gerade im Kreis herum, also auf die nächste Insel. Ich dachte, du gehst andersrum. Da hätten wir mit den Köpfen zusammenstoßen können. Padau! Weil ich will auch gerne die ganze Schleimblock gefunden. Hä? Was hast du gefunden? Ein Schleimblock. Lecker. Ach ja, da bin ich eben angerotzt worden. Die Sonne sehe ich nicht. Nicht? Jetzt sehe ich es auch nicht mehr. Die wandert ja. Die strahlen. Ah, sie tun so gut auf meiner sexy Haut. Auf meiner Pflanzenhaut. Alter, ich bin im Wasser top Sonne. Du müsstest eigentlich wunderbar gehen. Aber wir warte doch mal auf mich. Nein. Ich bin einem Fisch auf den Kopf gehüpft. Jetzt habe ich ein Level Up. Du hättest ja auch einfach andersrum gehen können, auch bei der Nase gerade, ne? Ich will auch bloß mal den BH sehen. Ja, es war klar, dass du mir auf die Titten gaffen willst. Der typische Mann. Es fängt an zu regnen. Folge einfach der Spur der Verwüstung.
Ganz viele Ananas. Tralali, tralala. Geil, Regen. Fäll ich hier halt gerade ein paar Bäume, bis du da fertig bei mir bist. Ich bin halt jetzt typischer Energie nachladen, Alter, ich sprinte hier durch die Gegend, Alter. Das ist nur fast nur Wasser, ey. Aber ja, dafür, das erinnert mich so ein bisschen an in den Film Interstellar. Den nicht geguckt hat, der sollte ihn gucken. Also es ist bildtechnisch. Bildtechnisch ist das echt ein geiler Film. Monster! Ja, lass dir hier die Bananen liegen. Da, guck. Warte. Da! Wie findest du meine Kokosnüsse? Bei Diablo würde ich jetzt Z drücken und sagen, ich zoome mal ran. Wie findest du meine Kokosnüsse? Geronimo! Platsch! Wie diese schwarze Silhouette einfach am Boden verschwindet. Ah! Der Fisch wollte mich anknabbern. Das einfach aussieht. Die Dinger müssen wir hier abarbeiten. Oh, ich habe Muscheln mitgenommen. Für die Innendekoration. Wir können es jetzt mal sagen, wir haben offline, also im privaten Spiel wirklich mal... Oh, da kommt was hinter dir her. Ich hab's gesehen. Wirklich versucht, diesen... diese Wassermassen abzuarbeiten, aber es ging nicht. Nicht offline, in unserem privaten Spiel. Ja, offline. Sag ich doch. Es ging nicht. Das ist keine Chance. Aber man kann es trotzdem mitnehmen, das Wasser. Man kann es mitnehmen, aber du kannst kein Ozean leer pumpen. Die Macht besitzt du nicht. Doch nicht. Bei der Macht von Grayskull. Ich hab schon Reef gefunden. Bitte? Was hast du gefunden? Oh, es wird dunkel. Bernd, ich kann Salzsalat und Reef Juice machen. Lecker. Das Interessante bei den Planeten ist noch, direkt in der Wasserebene selber kann man kein kann man selbst wenn man das einschließt, das Ganze, kann man das Wasser da drinnen nicht abpumpen. Also wenn man sich jetzt quasi einen Sandkäfig drum rumbaut und die Mauer hinten macht und so weiter, das Wasser, was drin ist, kann man nicht abpumpen. Das ist unendlich da drin. Teil musst du dann mal bitte zusammen cutten. Also auch das, was ich jetzt hier gerade sage. Was sagst du denn? Das sage ich. Mach's einfach. Dafür war es jetzt auch viel zu lange, viel zu ruhig. Nee. Das passt schon. Wir wollen ja nicht, dass, nee. Wir wollen ja nicht, dass die Leute sich erschrecken, wenn du niest. Ha. Du musst reden. Das ist ein Let's Play und kein Let's Schweig. Wie du gerade sagst, es ist ein Let's Play und kein Let's Rede. Ja, dann brauchen wir hier keine Moderation führen, dann kann ich gehen. Dann muss ich mich nicht weiter mit dir unterhalten. Ja, du hast gerade gesagt, es ist ein Let's Play. Ja, es ist ein Let's Play mit Moderation. Das ist ja ein Lass uns gemeinsam spielen und nicht Lass uns einen gemeinsam schweigen und ich zeige euch einfach nur, wie doof ich hier unter Wasser laufen kann. Boah, doch, doch. Nee? Geht beides, wir sind da flexibel, oder? Ich mach 90% der Moderation und du machst ja nichts. Das ist
geht nicht. Das können wir nicht alles machen. Es geht alles. Nichts ist unmöglich. Entweder du redest jetzt oder ich mach dir Fischfinger. Ich rede die ganze Zeit nicht, nee. Du bist jetzt gerade eingeschlossen. Aber ja, du fetter Fisch, ich töte dich. Ich hab Wasserballons gefunden. Genauso wie du. Da wollte der scheiß Fisch mich jetzt allen Ernstes fressen. So, also ich hab genug, ich werde wieder auftauchen. Du hast genug? Ja. Ich hab genug Plant Fibers, so. Genug Kelp, ich werde wieder auftauchen. Ich hab auch ziemlich viel Kelp. Alter, durch die stockefinstere Nacht, das ist voll krass. Das ist so es ist dunkler als in einem Hamsterarsch gerade. Woher weißt du, aber ich hab mich jetzt auch schon hoch. Porten! Juhu! Ich tropfe. Ich frage, warum du weißt, wie es in einem Hamsterarsch aussieht. Das verrate ich dir nicht. So, meine Kokosschalen nehme ich aber mal wieder ab und pack die erstmal in die Kiste rein. Meine sexy Kokosnussschalen. Ich lehne mich mal unter die Erde. Ah, Mann, jetzt schon wieder Klamotten. Gut ist, ich kann atmen unter Wasser, insofern. So, ich gehe mal auf dein Schiff und dann in den Outpost. Oh, ich habe Gold gefunden. Ich habe Gold gefunden. Mal wieder, ich bin mal wieder reich. Ich bin mal wieder reich, sagt er. I'm so rich, bitch! Und Titanium. Ich bin auf dem Outpost, yeah! Ich kaufe mir jetzt Schokolade, woohoo! I love chocolate! No, no, no! Tralali und Tralali! Ich buddle mich jetzt echt nach unten rein. Das Gute ist, dadurch, dass dir das ganze Wasser mitkommt, ist natürlich ein Riesenvorteil. So, habe ich jetzt hier noch irgendwo Quest? Da oben, Tatsache. Ma'am! Geh ich aufs Klo! Ich will meine Quest nicht auf dem Klo abholen, Alter. Durastil, heißt es nicht Durastil machen. Na toll. Autsch. Das nervt. Dass du wirklich für jeden Scheiß Fallschaden bekommst. Das geht mir voll auf die Eier. Wenn du die Fähigkeit reinnimmst, die ich hab, in dem Tech-Tree, das ist die erste, kannst du dann mit F ein Schild erzeugen. Ich finde ja keine Karten. Du gibst mir jetzt eine. Du hättest einfach nur mal fragen müssen, ich gebe dir gerne eine ab. Ja, jetzt auf einmal. Ich habe dir eben gesagt, dass ich nur 2 hatte und du jetzt schon 4 und trotzdem hast du mir nichts gegeben, du Egoist. Wieso bin ich der Egoist? Du hättest doch ja, sagen das können. Sonst. Du hättest einfach was sagen können. So, das habe ich zwar, aber ist in Ordnung. Sagen können, du kannst mir eine abgeben. Du hättest doch einfach sagen können, guck mal hier, kannst du haben, schenke ich dir. Aber du bist ja nicht nett, habe ich vergessen. Du bist deinem Ruf gerade gerecht geworden. Ich schlafe jetzt unter Wasser. Gute Nacht. Kaffeemaschine haben. Hoffentlich ertrinkt. Outpost Cargo Crate. Frag dich immer noch, willst du eine Kaffeemaschine haben? Hä? Hm? Willst du eine Kaffeemaschine haben? Ich könnte gerade eine Kaffeemaschine mitbringen. Nein, ich möchte keine Kaffeemaschine haben, danke. Erdkern rutscht näher und näher.